Hallo John Sinclair-Fans. Ja, wir haben wieder einen neuen Roman für euch dabei. Band 2328. Wie die letzten beiden, geschrieben von Rafael Marquez. Ja, es ist, man könnte sagen, vielleicht ein verkappter Dreiteiler. Die letzten beiden Romane sind ja als Zweiteiler deklariert worden. Wobei er ja nicht direkt anschließt. Er ist, hätte jetzt auch ein paar Bände später erscheinen können. Es ist also im Prinzip mehr oder weniger ein Epilogroman. Ja, also auch als Einzelroman durchaus lesbar, obwohl man sich dann natürlich auch so ein bisschen die Spannung verderben würde, wenn man jetzt die ersten beiden Romane danach lesen würde. Und worum geht es? Es geht natürlich um Ivan, beziehungsweise um die Nachwehen, die Ereignisse aus dem Zweiteiler hinterlassen haben. Und zwar gab es ja doch eine ziemlich krasse Entwicklung innerhalb Ivans. Und die wiederum ruft den titelgebenden Seelenschnitter auf den Plan. Und dieser Seelenschnitter, der stammt aus dem Schattenreich von Ivan. Wir erinnern uns, das Schattenreich war schon einmal großes Thema in den Romanen von Rafael Marquez. Und zwar ist das das Reich, in das die Seelen der getöteten Ivan Geschöpfe eingehen. Also die gehen ja dann nicht in das Reich des Spuks ein, wie es bei einem gewöhnlichen Dämon der Fall ist, sondern die Seelen der Geschöpfe von Ivan, die gehen in das Ivansche Schattenreich ein. Und das ist von daher bemerkenswert, weil ja die Geschöpfe aus Ivan, also die ganzen Feen, Trolle, Elfen etc., die waren ja eigentlich einst mal Höllenengel, die dann in das nicht in die Hölle gefahren sind, sondern im Fegefeuer verblieben sind. Fegefeuer, das ist quasi der zweite Name von Ivan. Wir kennen es als Paradies der Druiden. Aber es war halt auch das Auffangbecken für all jene höllische Engel, die nicht ganz so böse waren wie Lucifer und Konsorten. Und deshalb bekamen sie mehr oder weniger eine zweite Chance. So, und der Seelenschnitter, der hat, ich würde es mal sagen, eine Erschütterung der Macht gespürt. Und diese Erschütterung der Macht, da weiß er, okay, er selber hat da nicht so wahnsinnig viel Einflussmöglichkeit und holt John Sinclair zu Hilfe. Und der bekommt es dann wieder mit einem alten Bekannten zu tun, der auch eine krasse Veränderung erlitten hat. Und ja, alles Weitere, das sollt ihr selber lesen. Da möchte ich euch nicht vorgreifen. Und ich muss mich hier weiter um Krümel kümmern und wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Bis dann, tschüss.